Jüngling die finsteren Pläne der Königin der Nacht mitgeteilt und dabei keinen deiner eigenen Gedanken und Pläne verheimlicht. Diese strenge Wahrheitsliebe gefällt mir und soll dir gute Früchte tragen. Jetzt höre aber auch meine Erwiderung. Dass ich Pamina ihrer Mutter raubte, ist richtig. Doch bestimmte mich zu dieser Tat weder Eigennutz noch Grausamkeit, wie dich die Königin glauben machte. Es war mein einziges Bestreben, das gut geartete Kind den schädlichen Einflüssen der Mutter zu entziehen und Pamina in dem reinen Sonnentempel, wo nur Wahrheit und Klarheit herrschen, zu einer schönen und schutzvollen Menschenblume heranzubilden. Besitzt die Königin denn ein schlechtes Herz? Nun, das will ich gerade nicht behaupten, da sie als Herrscherin der Nacht den Schlaf in die Welt schickt, der die Menschen zu des Tages Mühe und Arbeit stärkt. Aber sie bedeckt mit ihrem finsteren Schleier auch so manche grauenvolle Tat. Sie ist eine Freundin der Diebe und Mörder, die unter ihrem Schutze ungestört ihr böses Werk vollbringen können. In diese Gesellschaft durfte ich Pamina unmöglich lassen, umso weniger, da sie als die Tochter meines Bruders Anspruch auf meinen Schutz hat. Wer ist dieser Bruder? Hat er denn keine Zeit, selbst für sein Kind zu sorgen? Paminas Vater ist der Fürst des Tages, für welchen ich in diesem Tempel hier das Sonnenlicht bewahre und rein erhalte. Hiervon holt er sich jeden Morgen seinen Bedarf für den Tag. Und dann sehe ich ihn nicht wieder, da er vollauf mit Regierungsgeschäften zu tun hat. Er muss zum Beispiel dafür sorgen, dass es überall auf Erden zur rechten Zeit hell wird und dass die Sonne die Verbrechen der Nacht an den Tag bringt und dass seine Feinde, die Wolken, die Sonne nicht zu nahe treten und die blanke Scheibe blind machen. Und kommt er oft mit seiner Gemahlin zusammen? Niemals. Beide sind so verschieden an Herz und Gemüt, dass sie sich nicht vertragen können und schon seit langer Zeit voneinander fliehen. Wo die Königin der Nacht erscheint, weicht der Fürst des Tages zurück. Und wiederum, wenn des Tages lieblicher Bote der Morgen den Aufgang der Sonne verkündet, zieht sich die Königin in ihr unheimliches Schloss zurück. Darum hat mein Bruder Pamina auch niemals im Schlosse der Mutter besucht. Dagegen bringt er ihr jetzt jeden Morgen den ersten Gruß und freut sich, dass sie ein braves und gutes Mädchen wird. Und was hast du mit Pamina vor? Sie dereinst dem Manne als Gemahlin zu geben, der in den vier Haupttugenden wohl erfahren ist und in denselben jede Probe besteht. Und was sind das für Haupttugenden? Wahrheitsliebe, Gehorsam, Standhaftigkeit und Mut. Und hältst du mich für würdig, diese Proben zu bestehen? Ja, edler Jüngling, ich halte dich für würdig. Du hast dich bereits in zwei Prüfungen bewährt. Du zeigtest dich wahr, da du selbst deine bösen Gesinnungen gegen mich offenbartest. Und du warst gehorsam, als du willig von Pamina schiedest und meinem Rufe folgtest. Willst du nun auch die beiden letzten Proben bestehen? Thank you.
letzten Proben bestehen willst? Oh ja, das will ich, mit Freuden. So leite ihn in jenes Kerkergemach, aus welchem ihn der Ton der Zauberflöte zu Pamina führte. Und Papageno, du magst ihn begleiten. Auch dich will ich auf die Probe stellen. Mich schon, aber bitte nicht meinen Magen. Tolle Mia, Königin, ich führe dich durch verborgene Eingänge in die Burg. Dort magst du Pamina ergreifen und mit mir fliehen. Kann uns niemand überraschen? Niemand, sei unbesorgt. Ich räume jedes Hindernis hinweg. Was bewegt dich dazu, der Königin deine Hilfe zu bieten? Die Rache! Darach belohnte mich für treueste Sorgfalt in Dienste mit 70 Sohnen streichen. Diese Ungerechtigkeit verteile ich ihm niemals. Niemals! Folgt mir schnell, fliehe Darach Polo nach. Jetzt, Camino, zeige dich standhaft in Erfüllung deiner Pflicht. Welche Pflicht legt mir Sarastro denn auf? Was dir auch begegnen möge, mit niemandem ein Wort zu sprechen, auf keine Frage zu antworten? Die Aufgabe scheint mir leicht. Herr Priester, was habe ich denn zu tun? Muss ich etwa auch den Mund halten? Gewiss, mit dir selbst und Camino darfst du nach Belieben plaudern, doch keinem anderen Rede stehen. Jetzt überlasse ich euch eurem Schicksal. Seid standhaft. Na, der hat gut reden. Standhaft soll ich sein, wo ich mich doch vor Hunger fast nicht mehr packen kann. Still, Papageno. Ach was, still. Uns beiden ist die Unterhaltung nicht verboten. Still soll ich sein. Und dabei möchte ich in alle Welt schreien, wie mich der Hunger quält. Also versuche doch noch einmal dein Glockenspiel. Aha, was ich auch daran nicht gedacht habe. Komm her, mein kleiner, lieber Talisman. Ah, wahrlich. Von Wahrheit, Sarastro führt eine gute Küche. So vortrefflich habe ich meinen Lebtag noch nicht gespeist. Hey, Camino, willst du nicht auch einmal diese herrlichen Dinge versuchen? Nein, danke. Ich spüre keinen Hunger. Also, wie man keinen Hunger haben kann, ist mir völlig unbegreiflich. Naja. Aber desto größere Ehre will ich den duftenden Braten und den köstlichen Salat angedeihen lassen. Endlich treffe ich dich. Du kannst mir jedenfalls berichten, wo sich meine Mutter befindet. Monostatos sagte, sie sei im Schlosse und irre in den vielen gleichen Zimmern umher, ohne den rechten Ausgang aus dem Labyrinth zu finden. Aha, diese Irrfahrten fängt wieder auf. Du sprichst ja gar nicht, Camino. Ist dir meine Mutter vorhin begegnet? Du antwortest nicht. Puh, das ist doch recht garstig von dir. Willst du mir helfen, meine Mutter suchen? Wie? Du deutest nur auf deinen Mund? Wie soll ich dich verstehen? Sage mir doch nur ein einziges Wort zur Beruhigung und zum Troste. Du schüttelst den Kopf. Oh, Camino, wie habe ich mich in dir getäuscht? Und doch sagte mir Sarastro, dass du der edelste Jüngling der Welt seist. Hey, Papageno, so gibst du mir auf. Auch du bleibst stumm und erhebest deine Augen nicht von der gefüllten Schüssel? Bei so garstigen Leuten mag ich nicht länger weinen. Eine harte Prüfung. Oh, also für mich nicht so. Mein hungriger Magen nur genug Beschäftigung, verspüre ich gar keine Neigung zum Plaudern.
Übrigens, hör mal, der Astro wusste sehr wohl, dass zu einem guten Essen auch ein guter Trunk gehört. Ein Wiener Augusta. Also, mein Hunger ist nun gestillt. Leider sind auch alle Weinflaschen leer. Hätte ich doch nur noch einen einzigen kleinen Schluck. Aber so ist das nun einmal mit mir. Kein Wein, kein Weib, kein Gesang. Naja, wenigstens Flötenmusik. So einen ganzen Becher edlen Redensaft. Wie? Du sagst nicht einmal schönen Dank? Ah, schönen Dank. Du bist ja ein ganz ungeschliffener Mensch. Weißt du denn nicht, dass man gegen junge Damen höflich sein muss? Junge Damen? Du lachst. Du hältst mich wohl nicht für jung. Ja, so will ich es jedenfalls nicht ausdrücken. Wie alt schätzt du mich denn, ha? Und darüber schweigt es deiner Höflichkeit. Wenn du antwortest, schon wieder nicht. Gut, so will ich es dir sagen. 70 Jahre zähle ich ja. 70 ist wahrscheinlich der Wahrheit näher. Du machst ein ungläubiges Gesicht. Jetzt wirst du wohl nimmer mehr zweifeln. Nein, was sehe ich? Ein hübsches, junges Mädchen im Vogelfängerkleid noch dazu, wie ich sag. Was willst du von mir? Dich für deine Fürbit strafen. Ach, armer Schelm. Papageno, du hast deine Aufgabe schlecht gelöst. Die Überraschung war aber auch zu groß für dich. Jetzt betrete ich schon das 100. Gemach. Auch dieses gleicht seinen 99 Vorgängern wie ein Ei dem anderen. Endlich treffe ich Bekannte. Du, Tamino, kannst mich gewiss sofort zu Tamina führen. Willst du? Du bleibst stumm. Was bedeutet das? Hast du Tamina noch nicht gesehen? Hält dich der Rastro gefangen? So antworte doch. Du wendest dein Antlitz fort. Dann, Papageno, steh du mir Rede. Oh, erhieltest du schon wieder Strafe für dein Plaudern? So gib mir wenigstens die Zauberflöte. Ihre Töne sollen mir Paminas Kerker erschließen. Du willst nicht? So nehme ich die Flöte mit Gewalt.